Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. So, letzte Folge waren wir im Dorf der Schwarzmagie und haben erfahren, wo Kuyas Versteck liegt. Und zwar irgendwo hier, bei diesen Sandhügeln. Ja, toll. Und waren auch noch kurz in Estogazza. Ja, und jetzt sind wir hier. So, erstmal die Viecher hier ausschalten. So. Okay, die leben noch. So, jetzt nicht mehr. Gut, Susanne hat ein paar Abilities erlernt. So, das... War das hier? So, Ability ab. Gut, ist eh die beste. Und hier ein Stärkebonus. Vollmond, Plintel. Immer Levitas. Wäre auch nicht schlecht. Bringen wir erstmal das bei. So. Verbraucht einen MP? Nee, das wollen wir nicht. So, manchmal steigt oder fällt die Verteidigung. Nee, das ist doof. Na gut. Passt fürs Erste. So, vier Sandstrudel. So, wie war das nochmal? Ich glaube, der nordwestliche war das. Jedenfalls dort, wo kein Staub aufgescheucht wird. Ja, doch, sieht nach dem nordwestlichsten aus. Und es hat funktioniert. Bei den anderen würden dann Sandlöwen kommen. Haha, das seid ihr ja. Genauso wie ich es vorher vorausgesehen hatte. Zieh da an, wach auf, Quark. Hey, Sid, was machst du denn hier? Und wo sind wir überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, Quark. Wir sind bis zum Treibsand gekommen und dann wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Und jetzt sitzen wir hier in so einem Käfig. Richtig, bei mir war es ebenso, Quark. Hey, was ist eigentlich mit den anderen? Ich weiß es nicht, Quark. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Tja, hattet ihr angenehme Träume? Diese Stimme, bist du das, Kuya? Es freut mich, dich wiederzusehen, Sidan. Was ist mit den anderen? Was hast du mit ihnen angemacht, du Mistkerl? Aber, wer wird denn gleich beleidigend werden? Sorge dich nicht um deine Freunde. Ich habe ihnen allen auch eine kleine Räumlichkeit zugewiesen. Und nun lass mich dir zeigen, welchen Komfort diese Räumlichkeiten bieten können. Und wenn ihr noch so zäh seid, dort unten wird euch eure Kraft nichts nützen. Haha. Wenn ich könnte, würde ich dich gleich zweimal töten. Och, sind wir etwas sauer geworden? Wie dem auch sei, ihr habt sicherlich verstanden, dass euch im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen brennt. Da wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Aber ich bin ja auch kein Unmensch und so werde ich zumindest für das Leben der anderen garantieren. Was sagst du also? Verdammt, ich habe wohl kaum eine andere Wahl. Probieren wir erstmal das. Sonst noch Wünsche oder was? Da muss ich wohl deutlicher werden. Was sagst du hierzu? Bäh.
Ich habe ja wohl kaum eine andere Wahl, oder? Haha, so ist es. Dann tritt heraus. Herzog, pass auf die anderen auf. Sei unbesorgt, Quark. Gib Acht auf dich und dass du mir ja wieder heil zurückkommst, Quark. Na klar, lass mal nicht die Schenkel hängen. Bis später. Jetzt kommt endlich mein Auftritt, Quark. Ja. Okay, das sind die ganzen Freunde. Hier treibt ihr euch also rum. Stell dich zwischen ihnen in die Mitte. Okay. Sei willkommen in meinem bescheidenen Heim. Spar dir die Leier, was willst du? Du scheinst aber gar nicht in guter Stimmung zu sein. Gut, dann höre. Du sollst mir aus einem bestimmten Ort einen bestimmten Gegenstand holen. Was soll der Schwachsinn? Geht das Ganze vielleicht auch ein klein wenig genauer? Du sollst aufpassen, wie du mit mir sprichst. Du wirst doch nicht vergessen haben, dass ich die zarten Leben deiner Freunde in meiner Hand halte. Dreck. Du sollst an einen Ort namens Oelwert gehen. Und der ist wo? Oelwert befindet sich auf dem vergessenen Kontinent, südlich der Schatzschlucht. Ich bin für diesen Ort sozusagen nicht geschaffen. Was soll das wieder heißen? Dieser Ort scheint von einem antimagischen Kraftfeld umgeben zu sein. Da ich deswegen dort keine Magie wirken kann, habe ich mir gedacht, ich lasse dich, dummen Kopf, die Arbeit machen. Und ich möchte, dass du mir von dort den Gurukstein mitbringst. Hört sich doch alles ganz einfach an, oder? Ich werde dir ausnahmsweise meinen Luxuskreuz leihen. Drei von deinen Freunden werde ich erlauben, dich zu begleiten. Schließlich gefällt es den wenigsten, gegen sich selbst zu kämpfen, nicht wahr? Haha, schon gut. Und, hast du deine Wahl getroffen? Gut, der sagte, dass keine Magie dort wirkt. Also können wir Vivi vergessen, Lily auch. Dann nehmen wir einmal Steiner mit. Freya ebenfalls. Und eigentlich dann den Mahagon. Ja. Na gut, Quina macht viel Blaumagie und frisst. Ansonsten greift die nur an. Freya. Ich weiß nicht, was die für Angriff. Die greift eigentlich auch meistens nur an. Jo. Ja, machen wir es mal so. Steiner, Freya und Mahagon. Dann sollen sie sich zu uns gesellen. Steiner. Freya. Mahagon. Diese drei sollen heraustreten. Geht zu dem Platz, wo sich die zwei Wege kreuzen. Welch freudiges Wiedersehen. Ich bin sichtlich gerührt. Los, stell dich auf die Plattform dort. Du wirst dein Versprechen halten? Aber sicher doch, du kannst dich ganz auf mich verlassen. Hahaha, was seid ihr doch alle für Narren. Ja, anscheinend kann ich mich nicht darauf verlassen. So. Komplett neue Truppe. Dann, wie schaut's aus? Vollmond, ja gut. Habe ich da echt zwei? Toll.
Felsenfest, Exorzismus. Okay, die lernt noch alles. Ah ja, genau. Da haben wir noch ein paar Sachen zum Nachholen. So. Gut, hier hat auch alles. Gut, Chakra lernt er, glaube ich, irgendwo anders. Genau, hier. Da lernt er was, da auch. Da ebenfalls. Gut, Fluch und, ja gut, Konter lernt er immer. So, Abilities. Fliegt und Hund nehmen immensen Schaden zu. Ja. Legen wir es doch einfach mal an. So, ich glaube, Holzauge ist nicht schlecht. Hat das sonst noch irgendjemand vielleicht angelegt? Nee. Nö. Dann darf der Steiner gerne angelegt lassen. Und unser Magon. Ja. Hat Holzauge. Dann bekommst du was anderes. Und zwar Konfus, Stopp. Machen wir lieber Konfus, die Sicherheit, man weiß ja nicht, was da so kommt. Gut, sind alle voll. Dann, ja. Gehen wir mal. Sag bloß, das ist... Die Hildegard 1. Hey, die Hildegard 1. Die 2 kennen wir ja, die ist ja erfolgreich irgendwo abgestürzt. So. Schwarzwald Nummer 12. Mir wurde gesagt, ich soll hier keinen durchlassen. Dann nicht. Wie, hier kommen Gegner? Ernsthaft? Was zur Hölle? M und M und M's. Ja gut, dann... Hui. Na toll. Schneedoche haben wir das schon mal eingesetzt? Ich weiß nicht. Lauf Magie. So, erstmal Heilung. Die halten ja ganz schön viel aus. Verfehlt. Gut. Schön. So, Steiner hat ein Level Up. Nicht ein Level Up. Ja, ein Level Up auch, aber... Der hat was gelernt. Das war anscheinend hier. Jo. Super. Ja gut. Der hat nichts Besseres. Hui. Sieht ja interessant aus. Und natürlich kann dieses Luftschiff ohne Nebel fliegen.
Hey, glaubt ihr denn wirklich, Kuya hält Wort? Hey, glaubt ihr denn wirklich, Kuya hält Wort? Hey, sag doch was! Die Fragerei kannst du dir sparen, sag ich. Außer auf unsere Befehle reagieren die auf nichts, sag ich. Ihr zwei Verdammten, kaum ist Brain tot, schon tanzt sie nach Kuyas Pfeife? Da glaubt wohl sich alles herausnehmen zu können, sag ich. Außerdem weiß ich gar nicht, was er damit andeuten will, sag ich. Und überhaupt sollst du dich weniger aufmüffig zeigen, sag ich. Sonst können wir dir nicht für das Leben deiner Freunde garantieren, sag ich. Ihr miesen kleinen... Diese Schwarzmäge sind ohnehin nichts weiter als schlichte Werkzeuge, geschaffen, um im Krieg zu kämpfen, sage ich. Die schwarzen Tenöre, die als eine Art Spezialwaffe geschaffen wurden, hatten jedoch ein ausgeprägtes Ich, sagte ich. Die Kreaturen hier aber sind kaum zu etwas anderem fähig, als blind ihren Befehlen zu gehorchen, sage ich. Außerdem wurden sie nur mit einer begrenzten Lebensspanne versehen, so dass sie einfach aufhören zu funktionieren, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, sage ich. Außer für den Einsatz im Krieg sind sie für nichts zu gebrauchen, sage ich. Und trotzdem, obwohl sie nur einfache Werkzeuge sind, scheinen sie irgendwie am Leben zu hängen, sage ich. Wie amüsant. Letzten Endes ist ein Werkzeug aber doch nichts weiter als ein Werkzeug, sage ich. Nicht, dass man von euch beiden groß was anderes behaupten könnte. Was war das gerade eben, frage ich. Diese Frechheit ist unentschuldbar, sage ich. Ihr behauptet zwar, die Schwarzmagier hätten keine Seele, aber so etwas wie eine... klare eigene Persönlichkeit kann ich bei euch beiden auch nicht gerade erkennen. Na, ist doch so, oder? Deine Dreistigkeiten werden dir schon bald vergehen, sage ich. Das wirst du bereuen, aufs Äußerste bereuen, sage ich. Wie auch immer, bevor wir landen, hau ich mich nochmal aufs Ohr. Und immer schön vorsichtig fliegen, alles klar? Ja, wo er recht hat, hat er recht. Na, ah, die Insel des Lichts. Oh, ein Morast. Vergessener Kontinent. Wieso eigentlich vergessen? Der ist doch da. Wie kann er so vergessen sein? Ich kann einsteigen? Wohin willst du denn, frage ich. Unsere Reise geht nach Süden, sage ich. Ich lasse dich erst wieder rein, wenn du deinen Auftrag erfüllt hast. Aber damit du da draußen nicht krepierst, verkaufe ich dir gerne ein paar nützliche Sachen, sage ich. Oh, wie nett. Was halt ist nochmal? Infektion. Joa. Was ist denn das da hinten? Erstmal speichern. Zack, zack. So. Blairspas. Ebene. So, so. Da sind wir nun also. Und da steht irgendwas aus dem Wasser raus. Okay. So, Gegner. Mal gucken, wie stark die sind. Beziehungsweise wie schwach wir doch sind. Fische mit Büchern. Brabbelback. Alles schwerelos. Okay, da bin ich mal gespannt, wo der Haken jetzt ist. Oh Gott, sind wir schwach. Schwerkraft. Aha. Gut, der erste schon mal besiegt. Du.
So. Erschütterung. Ja. Alle Rücken aus. Das würde ich gerne mal probieren. Ja gut, dann beim nächsten Mal. So, Freya und Steiner haben was gelernt. Oh, ich denke, man kann hier gut trainieren. So, du hast, glaube ich, hier irgendwas gelernt. Leg du doch mal die Mithril-Rüstung an. Ah. Gut, du hast Trisaster erlernt. Dann bekommst du jetzt den Dusak. Das Blut gibt auch eine Klinge und strahlt einen tödlichen Glanz aus. Polaris und Korisch. Weißt du was? Du kriegst erst das noch, dann hast du es fast schon fertig gelernt. Eine Tafel. Oh. Okay. Gut, dann lernst du noch die Dämonenklinge. Ja, und Freya hat nix. Okay. Margon krepiert fast. Auch nicht schlecht. So, einfach mal alles voll machen. Dann kaufen wir uns noch ein paar Potions hier bei dem Verrückten. Ja, einfach das Maximum, was geht. So, Zelte können wir uns auch noch drei kaufen. So. So, hier ist Amoras Jakus. Da bin ich aber ein bisschen vorsichtig, die sind nämlich meistens... Naja. Ich glaube zumindest von früher, dass die Viecher da drin etwas stärker sind als die normalen Viecher hier an der Weltkarte. So, Quina haben wir jetzt nicht dabei. Ah gut, dann kann ich mal kurz fragen... Zustandsveränderungen. Wo haben wir es denn? Infektion. Entwicklung des Charakters wird angehalten. Auch nach erfolgreichem Kampf erhält er weder XP noch AP. Okay. So, ja, komm, geh weg. So, wo muss ich eigentlich? Das hört sich alles ziemlich heftig an. Aber so ungefähr seid ihr doch im Bilde, oder? Am besten in den Weltmodus gehen, mit der Taste die Karte aufrufen und nach einem Ort namens Olwert suchen. Und selbst bei einem kleinen, bei einem Feind kann man sich nicht sicher sein, ob er einem nicht doch rein zufällig hilft. Wenn es kritisch wird, könnt ihr ja immer noch im Luftschiff Zuflucht suchen. Okay. Oh, gibt's hier viele Frösche. Ja gut, anscheinend gibt's hier jetzt nichts. Dann gehen wir mal wieder. Quina haben wir nicht dabei. Somit kann er auch keine Frösche sammeln. So. Olwert.
Moras de Kus. Chocobos Lagune. Estogazza. Wüstenpalais. Okay. Ja gut. Dann latschen wir mal ein bisschen rum auf dem Kontinent. Wir müssen ja sowieso ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. So. Alles schwerelos. So, Sturmangriff. Die Dinger sind irgendwie komisch. Fehlgeschlagen. Aeora. Das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft werden. Oh. Ja. Auf eigenen HP und fügt Schattenelement zu. Axelina. Sein Verteidigungskraft, sein Zauberabwehrkraft. Tafel haben wir noch nicht gesehen, setz dich mal ein. Nidalfa. Verfehlt. Oh. Der muss sich jetzt aber dringend heilen. Wow. So, alle haben was gelernt, außer Freya. Ah, okay, Potions können nicht mehr aufgenommen werden. Warum hat denn der so viel Schaden bekommen, die anderen nicht? Na gut. So. Einfach mal durchgehen. Was hatten wir gelernt? Mikoshi-Hut. Legen wir den einfach mal an, der ist stärker. Gut, da haben wir auch nichts Neues. Dann... Der kann hier bestimmt was... Ja, Neues lernen. Ability Art mit dem Tell. Insomnia. HP plus 20%, das ist ja schon mal nicht schlecht. Stärkebonus und Konter. So, dann du. Gott, die Almosen brauchen ja Ewigkeiten. Oh Gott. Ja, Geld und Leben. So. Der kann Konterzauber? Okay. So, erstmal hier nochmal schauen. Insekten, Untoten, Fliegende. Humanoide, Dämonen. Machen wir mal Dämonen. Dann HP plus 20% ist natürlich nicht schlecht. 8 brauchen wir hier, okay. Ja,
So, dann... So, ganz viele Lebenspunkte. Ja, gut. Rüsten wir es einfach mal aus. So. Hier ist nix. So, vielleicht finden wir noch irgendwas anderes außer dieses OL-Wert. Na? Irgendwie kommt da nichts. Gut, dann sag ich mal, die Zeit ist eh jetzt schon vorbei für die Folge. Dann beende ich an dieser Stelle jetzt einfach mal die Folge und guck, was da jetzt los ist. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.